So, da bin ich wieder. Herzlich willkommen zurück, meine Lieben, zu Tomb Raider, der Fluch des Lazarus. Und wir sind im flüssigen Gold oder was auch immer das darstellen soll, gestorben. Ja, das war ja schon mal ein schlechter Start, aber wir kriegen das schon irgendwie nicht hin, weil ihr seht's, ich hab's einfach mal wieder drauf. Nee, also wir suchen in diesem Abschnitt, in diesem komplizierten, verwirrenden Level, das muss ich jetzt hier wirklich mal sagen an dieser Stelle, suchen wir noch den Sandsack, der fehlt uns noch, weil Feuer und Wasser haben wir schon eingesetzt, es fehlt nur noch das Element Erde und das finden wir jetzt in diesem Level, wenn wir Glück haben und gut genug sind, finden wir das und können dann somit den Sandsack dann einsetzen. Aber erstmal müssen wir das Ganze hier überhaupt auf die Kette kriegen. Und das ist alles etwas verwirrend. Das hat schon mal geklappt. Ja, ihr seht diesen Raum, der hat sehr viele Öffnungen. Hier unten ist eine Öffnung, da hinten ist eine Öffnung, hier auf der Seite ist eine Öffnung, wir sind in einer Öffnung, da oben ist eine Öffnung, überall Leitern und ein tiefes Loch mit heißem, flüssigem Gold, wo Lara verbrennt und stirbt. Ihr seht unsere Ausgangssituation bzw. Ausgangsposition ist ziemlich kompliziert und wir müssen uns jetzt ranarbeiten. Ich würde sagen, wir suchen Nische für Nische, Ecke für Ecke genau ab und probieren hier einfach so weit wie möglich zu kommen. So. Das müssen wir uns jetzt merken, weil es gibt nur ein paar Plattformen, die wir betreten dürfen. So, wo stehen wir überhaupt? Ich glaube, das ist der Eingang. Wir stehen hier, dürfen dann da drauf springen, müssen da drüben drauf springen. Ich kann es mir gerade nicht merken, ehrlich gesagt. Und ich weiß auch gerade nicht, wo wir sind. Aber das. Hallo? Kriegen wir schon irgendwie hin. So, also hier drauf darf man auf jeden Fall stehen bleiben. Und das hier hat irgendetwas getan. Was auch immer. Auf jeden Fall dürfen wir, glaube ich, hier auf diese Ecke springen. Genau. Da drüben ist ein Viech. Ich springe jetzt einfach mal hier hin. Oh, es hat sogar geklappt. Oder kann ich mittlerweile überall wieder laufen? Ich weiß es gar nicht. Naja, probieren wir es erstmal aus. Ziehen mal diesen Schalter. Ich befürchte, ich habe irgendetwas falsch gemacht. Das ziehen wir zweimal. Ich springe jetzt einfach so hier rüber. Ah, alles klar. Hier drüben ist jetzt ein Hebel offen und ich glaube, jetzt erst dürfen wir die Felder nicht mehr betreten, wenn wir den gezogen haben. Genau. Ihr seht, es ist rot geworden und es gibt nur ein paar Flächen, auf die man drauf treten darf, sonst passiert das. Man verbrennt. Und das ist nicht unser Ziel, deswegen müssen wir jetzt so springen, dass wir nicht so enden, wie wir gerade verendet sind. Und das gestaltet sich manchmal gar nicht so einfach, muss ich jetzt mal sagen. Weil die Sprünge genau sitzen müssen und manchmal auch die Gentaste nicht so will, wie man selber will. Und Lara manchmal an den Wänden rumbackt wie sonst was. Also ihr seht schon, das ist gar nicht so einfach. Deswegen gehen wir jetzt hier vorsichtig nach vorne. Das hat schon mal geklappt, da bin ich schon mal zufrieden. Und dann springen wir gerade einfach mal auf die gegenüberliegende Seite. Das ist noch zu. Aber wenn wir den hier ziehen, dürfte vielleicht auf der anderen Seite der Hebel aufgehen. Okay, jetzt ist das zugegangen. Das heißt aber nicht, dass das. Was heißt das? Keine Ahnung. Ich glaube, da müssen wir jetzt später rein. Wir müssen jetzt irgendwie diese Blöcke hier nach oben bekommen. Müssen dieses Viech dann irgendwann noch auslösen. Ich weiß noch nicht wann, aber wir müssen irgendwann diese Viecher auslösen.
Ich mach das gerade nochmal auf. Und den anderen drücke ich gerade auch nochmal. Oder auch nicht. Verbrennen wir einfach mal. Ganz genau. Ach, es ist ja offen. Also laden wäre sogar einfacher gewesen. Nee, wir gehen jetzt mal zu diesem Viech da. Und lösen das einfach mal aus. Weil ich glaube, das brauchen wir. Oder auch nicht. Nee, ich habe das Gefühl, wir müssen erst nochmal dieses Feuer ausmachen. Wenn wir da wieder reinkommen, könnte sich auch etwas schwieriger gestalten. Nee, klappt. Super. Dann machen wir das Ganze gerade mal wieder so, dass wir drüber laufen können. Perfekt. Und lösen gerade mal dieses komische Viech hier aus. Ich glaube, das brauchen wir nämlich. Aber ich weiß nicht, wie man das auslöst. Und hier kommt man ja noch nicht hoch, weil die Blöcke noch fehlen. Ich finde das alles etwas verwirrend, muss ich jetzt mal zugeben. Weil die Viecher noch nicht so wollen, wie ich das will. Ich ziehe gerade mal den hier noch. Nee, ich lade gerade noch mal. Wir haben den Boden unschädlich gemacht. Das müssen wir gerade mal wieder rückgängig machen. Oder was wir müssen und was nicht, weiß ich gerade ehrlich gesagt gar nicht. Ich blick's nämlich gerade nicht so richtig, was wir tun müssen. Aber wir finden das schon noch raus. Okay, Lara brennt. Noch ein Stück vor. Und dann so über die Ecke. Perfekt. Und jetzt probieren wir nochmal hier in diesem brennenden Zustand dieses Viech auszulösen. Das war schon mal nicht die Plattform. Das Viech ist da drüben. Irgendwo hier konnte man drauf treten. Ah ja. Okay. Schon mal sehr sinnvoll. Wir haben eine Plattform hochgefahren. Das ist schon mal gut. So, jetzt müssen wir nur hier wieder irgendwie wegkommen, ohne zu... Okay. Weil das Problem ist einfach, man sieht nicht, wo man hintreten darf. Okay, wir sind schon an der Grenze. Deswegen machen wir das jetzt so. Einmal geht, glaube ich, noch. Und jetzt so ein Kurvensprung. Mist. Weil man kann das wirklich sehr schwer erkennen, wo man jetzt drauf treten darf und wo nicht. Also müssen wir ganz genau gucken. Ich sehe hier so ganz kleine schwache Linie. Ich speichere gerade mal zwischen. Aber es könnte schief gehen, ja, es geht schief. Noch eins zurück ist dann zu weit, oder? Ne, geht noch. Jawohl, sehr gut. Okay, dann speichern wir das gerade mal ab. Ich glaube, hier kann man noch drauf springen. Genau, das ist schon mal die Plattform, aber wir sind leider wieder verbrannt. Das heißt so, dann öffnen wir das und können hier rüber. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, wo hier die Plattform war, die man betreten darf. Deswegen ziehe ich den Hebel gerade nochmal. Ich brauche erstmal wieder Orientierung, wo der Eingang ist. Da ist der Eingang, alles klar. Das heißt, wir müssen hier drauf springen. So. Perfekt. Lieber mal auf einer anderen Stelle speichern, bevor wir wieder brennen. Ach, der Plattenrand ist hier... Nee. Wirklich schwer zu erkennen, wo man langlaufen darf und wo nicht. Wir machen das jetzt so. Das geht einfacher. Und dann hier rüber. Und hier rüber. Und hier habe ich jetzt nicht aufgepasst, wo die Plattform ist zum Draufspringen. Aber das finden wir raus. Indem wir einfach mal ein bisschen hin und her hüpfen. Das kriegen wir dann schon hin. Das war es auch nicht. Also es könnte jetzt alles Zufall sein. Aber keine Ahnung. Nee. Wir könnten auch einfach schon mal da drauf klettern. Das wird vielleicht auch schon gehen. Vielleicht reicht ja eine Seite schon.
so mal hier hoch. Und da ist nämlich schon mal ein Hebel. Oder auch nicht. So, ich finde es gerade ehrlich gesagt ein bisschen verwirrend. Die Plattform ist es auch nicht. Ich denke mal, das müsste eine sein, die weiter hinten irgendwo ist. Die war es auch nicht. Wo ist die betretbare Plattform? Ich mache gerade nochmal dieses Licht da drüben an, dass wir das nochmal sehen können. Aber man verbrennt hier halt immer so schnell. Ist alles gar nicht so einfach. So, hier drauf. Dann erstmal hier runter. Und gucken wir uns das Ganze nochmal an. Das ist der Eingang. Das ist da, das ist da, das weiß ich. Das ist da drüben. Und der befindet sich... Ah, da hinten. Sehr schön. Gut, das heißt, wir können das Ganze jetzt wieder zurückhüpfen. Ich weiß jetzt, wo es ist. So, hier rum. Ach, Mist. So, hier rüber. Es war knapp am Feuer vorbei, aber alles gut. Und so. Das hätten wir schon mal. Und ich glaube, wir suchen dann 4 von diesen Skarabäusen. Und den ersten, der ist ja hier schon wirklich fast zum Greifen nah. Aber ich glaube, wir müssen erst dieses Viech hier noch auslösen. Aber wie war das denn nochmal? Man kann es noch nicht auslösen. Am besten ich springe hier drüber. Ach, nee. Hier drüber wieder weg. Ach, so nicht. Okay. Speichern. Das war wieder zu nah am Feuer. Das ist wirklich halt hier so eine Spielerei irgendwie. Wie weit kann man gehen? Das ist jetzt hier die Frage. Okay, das ist zu weit. Aber, denk mal, wenn wir schief gehen... Oder wie weit darf ich denn rüber jetzt noch? Das war schon wieder zu viel. Ich muss echt feststellen, dieses Spiel ist einfach anstrengend. Das merke ich immer wieder. Das war in diesem Poseidon-Level so. Und das finde ich jetzt gerade auch wieder anstrengend. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Also hier der Levelbauer, der hat es echt gut gemeint mit schwierigen Rätseln. Echt nicht leicht. Aber wir machen jetzt erstmal dieses Feuer hier aus, weil das nervt mich. Ich glaube, wir haben damit schon alles erledigt jetzt, weil wir die Plattform schon ausgefahren haben. Das heißt, wir müssen das jetzt nur noch rückgängig machen. Können das Ganze wieder betreten und jetzt vielleicht sogar diesen Gegner auslösen. Also laufen wir mal hin. Jetzt geht's. Was macht er mit Lara? So, das sind wahrscheinlich 2 Druckplattformen. Da müssen 2 Menschen draufstehen. Und dazu brauchen wir das Viech, damit wir die eine Tür öffnen können. Ja, das gibt Sinn. So. Und dann öffnet sich die Tür. Ja, das gibt natürlich Sinn. Okay, dann hätten wir das erste Rätsel schon gepackt. Können jetzt hier unseren ersten Skarabäus mitnehmen. So. Und das ist ein Käfer. Sehr gut. Okay, das heißt, wir können jetzt hier raus. Den ersten Teil haben wir geschafft. Und jetzt müssen wir halt sehen, wie es sinnvoll ist, hier weiterzukommen. Am besten, wir springen gerade mal hier an diese Säule. Ob man da drüben drauf kann, sinnvollerweise, weiß ich nicht. Es sieht mir auf jeden Fall nicht so sinnvoll aus, auf die Steine da zu springen.
So, wir machen das jetzt einfach mal so, dass wir jetzt hier unten... Ach, man kann hier hinspringen und Fledermäuse nerven. Mist. Hier auf die Ecke. Das war auch nix. So habe ich mir das vorgestellt. Wunderbar. Gut. Und dann würde ich sagen, gehen wir in der nächsten Folge nach hier drinnen. Suchen nach dem zweiten Käfer. Aber schießen erstmal diese Fledermaus ab. Oh je. Oh je, das habe ich schwer in Erinnerung. Okay, Leute. Wir sehen uns dann hier in der nächsten Folge wieder zu diesem nächsten anstrengenden, komplizierten Rätsel. Bis dann. Ciao. Thank you.